Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja. Jesus Christus. Amen. Wir hören Predigtworte aus dem Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße wie seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab grüßt mich. Liebe Etzeldorfer, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir in diesem schönen Psalm die Verse am Anfang hören, von der grünen Aue, und dem frischen Wasser, wenn wir die Worte hören, du führst mich auf rechter Straße durch diese wunderbare, schöne Landschaft, wo alles wächst und gedeiht und nicht nur die Auen grün sind, sondern die Weinberge auch, dann kommt uns Hetzeldorf in den Sinn. Ihnen, diese Hetzeldorfer, sind genauso wie auch mir, der ich als Kind einige Male das gewesen bin. Und zum letzten Mal oder einer der letzten Male bin ich mit Jugendlichen von Meschen bis nach Birten gewandert. Und wir haben in Hetzeldorf auf dem ehemaligen Hof meines Großonkels Daniel Bitters sogar mit 25 Jugendlichen übernachtet. Und sind durch die grünen Auen gezogen. Den Jugendlichen aus Linz in Österreich hat es fantastisch gefallen. Und wenn man zu einer Quelle gekommen ist, sie hat man sich gefreut, dort zu trinken. Und ich denke, solche Erlebnisse waren es auch am Anfang, wo die Siebenbürger Sachsen noch gar keine Siebenbürger waren und nach Siebenbürgen gekommen sind. Wo sie gesagt haben, hier ist gut sein, hier kann man bleiben. Hier ist, um das mit einem biblischen Wort zu sagen, ein Land, wo Milch und Honig fließt.
Und in Hetzeldorf der Wein noch dazu. Und dorthin sind wir unterwegs. Ganz egal, wie der Lebensweg hier gegangen ist. Mit den grünen Auen und den finsteren Tälern, mit all dem, was uns geschenkt und was uns auferlegt worden ist. Sein Angesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Der Herr hebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir seinen Frieden. So segnet und behütet dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Kinder, Spaß!
Danke, Kurt. Dankeschön. Alles gut? Danke. Juhu! Wir sind uns begeistert. Nein,